Reden wir lieber über das Handwerk. Im Handwerk fehlen 250.000 Arbeitskräfte. Heizungsbauer zum Beispiel, die ja für die Energiewende so dringend benötigt werden. Da ist inzwischen jeder Fünfte zwischen 55 und 64 Jahre alt. Einige schon über 70. Manche sind so alt, die erste Heizungsanlage, die die eingebaut haben, waren die Caracalla-Thermen in Rom. Und dann werden wir Endverbraucher ja auch dazu aufgerufen, die Gasheizung bitte vor dem Winter noch mal von einer Fachkraft warten zu lassen. Ja, danke für den Tipp. Dass da im nächsten halben Jahr irgendjemand kommt, ist doch absolut unrealistisch. Da halte ich es für wahrscheinlicher, dass Putin sich in der Zeit die Haare lang wachsen lässt und im Donbass zusammen mit Yoko Ono Give Peace a Chance in Duett singt.